Hallo Leute! So, weiter geht's hier. Ich muss ganz ehrlich gestehen, nach der Verzweiflung in der letzten Folge, ich habe überlegt, wie man weiterkommen könnte. Ich habe einfach keine Idee gehabt. Und ich musste leider schon wieder nachschauen, aber dafür weiß ich jetzt, wie wir bis in den letzten Levelabschnitt, sage ich mal, kommen von der Stadt der Toten hier. Und so kompliziert war es eigentlich gar nicht. Und das ist sogar ziemlich einfach und gar nicht so viel. Und zwar mussten wir einfach hier auf diese Sandplattform springen. Und dann, wartet. Ja, man muss sich einfach nur da drüben dranhängen. Ja, und ich komme da natürlich nie drauf. Jetzt einfach hochziehen und schon sind wir wieder beim Motorrad. Ja, aber wie geht das jetzt hier weiter, habe ich mich auch gefragt. Und ja, ich weiß es jetzt halt. Tut mir leid, aber wir wollen ja auch, dass wir ein bisschen vorankommen hier in diesem Let's Play. Sonst wird das ja ewig nichts. So. Jetzt sind wir wieder hier bei dem verletzten Soldaten. Wir haben ja im Inventar unseren Minendetonator. Oder wie auch immer. So, hab wieder ganz vergessen zu speichern. So, jetzt müssen wir nämlich, wer sich erinnert, hier raus. Hallo? So, jetzt müssen wir nämlich hier raus. Wer sich erinnert, da hinten ist nämlich das Minenfeld und mit dem Minendetonator können wir natürlich die Minen zum Detonieren bringen. Wer hätte das gedacht? So, und zwar muss man jetzt hier einfach den Minendetonator benutzen und. Ich habe das übrigens alles vor ein paar Minuten schon mal ausprobiert und dass das auch alles wirklich so funktioniert. Ja, es funktioniert wirklich. So, jetzt müssen wir hier den Schalter aktivieren. Und uns, hier ist wieder das Motorrad. Ich habe ja gedacht, ich habe das Motorrad irgendwie falsch geparkt, aber dem war nicht so. Wunderbar. Und jetzt kommt ein kleiner Action-Aktivierer. Mehr oder weniger, und zwar müssen wir jetzt in die Zitadelle fahren, an dem Riesenvieh vorbei, wieder zu dem Typen, von dem wir den ganzen Auftrag eigentlich erst gekriegt haben, und dann kommt ein Filmchen. So, den überfahren wir mal und zurück. So, hier speichere ich. Denn jetzt geht's gleich hier actiongeladen weiter, mehr oder weniger. Jetzt müssen wir hier hinter, so. Krokodile überfahren. Und einfach versuchen, schnell zu sein. So, hier ist das Vieh. Wunderbar. So, und wir haben es geschafft. Jetzt kommt der Film. Viel Spaß. Sind eine starke Frau. Lara. Und sie halten sich ausgezeichnet, Sergeant. Sie haben die Codes. Was jetzt? Nichts für ungut. Nach allem, was wir durchgemacht haben, will ich mich nur absichern. Gegen was? Gegen sie, falls sie versuchen sollten, mich aufzuhalten. Irgendeiner muss mit dem LKW da hineinfahren. Kamikaze. Was immer mein Land von mir verlangt. Sehen wir uns im nächsten Mädchen.
Yahoo! Und wir haben es geschafft. Wir sind im letzten Levelabschnitt. Aber so wie ich das in der Komplettlösung gesehen habe, gibt es hier auch einige viele Rätsel. So. Aber es ist der letzte Levelabschnitt hier in dieser komischen Stadt der Toten. Das Level heißt die Zitadelle. Nicht mehr das Tor zur Zitadelle, sondern die Zitadelle. Die speichere ich hier auch nochmal auf einem mittleren Slot. Wunderbar. So, und weiter wie hier weiß ich nicht, wie es weitergeht. Also, das war wirklich nur dieser kurze Moment, auf den ich einfach nicht von selber gekommen bin. Es tut mir nochmal leid, aber es geht ja jetzt weiter. Anscheinend schon wieder ein Filmchen. Oder. Gott sei Dank, du hast es geschafft. Von Croy. Wenn ich es nicht mit eigenen Augen gesehen hätte, ich würde es nicht glauben. Seth hat von ihm Besitz ergriffen. Nichts wie raus hier, Jean. Gleich wird es hier ziemlich ungemütlich. Er gräbt unter der Zitadelle. Er sucht in der Kreuzfahrergruft nach der Zeremonientafel. Die Tafel, die Seths Beschwörungsformel enthält. Sei vorsichtig, Lara. Ich fürchte, es gibt Dinge in dieser Gruft, die kein Mann je sehen durfte. Ich bin kein Mann, Jean. Und ich bin immer sehr, sehr vorsichtig. Ja, der wartet natürlich auf uns. Ich habe ihn schon fast wieder vergessen, den lieben Herr von Kreu, der anscheinend besessen ist. Ja, von dem lieben Seth. Ist ja auch ein netter Typ, dieser Gott oder was weiß ich. Ja, und der will natürlich unsere Rüstung, die wir uns schwer erkämpft haben, die will er uns einfach wegnehmen. Und um das zu schaffen, hat er auch wieder tote Ritter zum Leben erweckt, wie wir gesehen haben. Ist ja nicht gerade nett. Und das war schon das zweite Filmchen heute. Wow. Wenigstens sind das solche Cutscenes, die ich im Nachhinein nicht reinschneiden muss. So, dieses Tor ist zu. Wird sich aber öffnen, so sieht es zumindest aus. Und ja, dann ist es anscheinend unsere Aufgabe vorerst, dieses Tor zu öffnen. Aber wir können natürlich auch mal gucken, wie es woanders, wo das da hinten noch lang geht. Ich weiß natürlich nicht, ob wir diese Ritter, die der Herr von Kreu da beschworen hat, ob wir die dann überhaupt töten können. Das weiß ich nicht. So, hier geht's eine Treppe nach oben. Da gehen wir doch glatt mal lang. Was? Oh Gott, jetzt dachte ich schon, wäre es wieder, dass ich hier irgendwie runtergefallen wäre. So, wir müssen mal gucken, wie viele Fackeln wir noch haben. 38. Naja, ich glaube, momentan geht's noch mit dem Licht. Ich kann immer schwer einschätzen, wie sehr das dann im Nachhinein bei YouTube verdunkelt wird. So, da liegt eine Fackel. Okay, also brauchen wir anscheinend auch wieder eine Fackel. Aber als allererstes legen wir mal den Hebel um. Natürlich vor jeder Sache speichern, weil wir haben ja Lara selbst gehört. Wir sind immer sehr vorsichtig. So, und da lädt es auch schon. Oh, das war aber einfach. Also ich hätte es mir schwerer vorgestellt, diese Tür zu öffnen. Speichern, bevor sie sich wieder selbst im Brand steckt. So, dann macht die Fackel mal an. Wofür auch immer die dann später gut sein wird. Ne, habe ich ja keine Ahnung. Da haben wir wenigstens eine Fackel, die uns nicht aus dem Inventar abgezogen wird. So, speichern wieder. Ich will jetzt unbedingt nichts falsch machen. Weil das wäre echt. Diese Seile, die hier gespannt sind.
Ob man die später vielleicht auch irgendwie anzünden muss? Ich weiß nicht. Naja, einfach mal gucken. Ich kann mich hier an die Gegend erinnern, ja. Aber ich kann mich nicht an... Würdest du das bitte aufheben, Lara? Aber ich kann mich nicht daran erinnern, wie es denn jetzt hier genau weitergeht. Ich werfe mal die Fackel kurz weg, um die Munition hier zu nehmen. Da war anscheinend dieses Tor nur für die Munition. Na, das ist aber auch eine Schweinerei. So ein Riesentor und dahinter ein bisschen Munition. Das ist aber nicht gerade irgendwie ziemlich hilfreich. So, ich laufe nochmal kurz zurück. Vielleicht haben wir hier ja irgendwas übersehen. Aber das glaube ich nicht. Das war ja einfach nur der Gang hier. Wie es dann da wieder reingeht. So. Und was wir dann hier machen müssen, das werden wir dann, denke ich, hoffe ich mal, in der nächsten Folge erfahren, liebe Leute. Wir sehen uns mal dann beim nächsten Mal. Bis dahin, ciao.